Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Star Wars Outlaws. Zu der letzten Episode ist ein bisschen Zeit vergangen und jetzt spiele ich mal wieder weiter. Und jetzt habe ich mich gerade mal selber informieren müssen, was ich in der letzten Episode gemacht habe. Da warte ja das tolle Ding da mit dem Bosskampf da oben und wir sollen ja uns die Freiheit jetzt ja noch freikaufen. Wir sind ja angeworben worden und ich meinte mich zu erinnern haben, dass ich ja die zwei Nebenquests hier machen wollte und da ist diese Hauptquest. Denn wir machen unseren Ruf die ganze Zeit immer schlechter, wenn wir hier in deren Territorium drin sind. Und ich würde gerne zumindest auf neutral jetzt mal kommen. Irgendwie sowas. Deswegen, Hauptquest hat sicherlich mal Prio und ich würde mal sagen, zuerst machen wir dieser Maulwurf von Crimson Dawn. Die Lösung für die Kontaktaufnahme ist, ich habe eine Lieferung für Pashvi, ganz in der Nähe. Ich musste da hinten auch mal wegreisen, weil ich wurde da die ganze Zeit attackiert, da wo ich das letzte Mal die Episode beendet habe. Gut, ich hatte auch einen Kampf. Mittlerweile ist auch wieder ein Patch rausgekommen. Wir müssen mal einen Zahn zulegen. Mit ein bisschen Performance-Issues, Bug-Issues etc. Aber Ubisoft ist echt so ein bisschen in der Krise mit Star Wars Outlaws. Denen geht's da nicht so gut. So. Imperiales Territorium. Absteigen. Sagt absteigen. So, dann gucken wir mal. Ich sollte mal vielleicht mal. Guten Tag. So, wen genau muss ich da eigentlich hin? Irgendwo in Bessin gibt es einen Agent von Crimson Dawn, der als Sturmtruppler verkleidet ist. Ah. Hallo. Ich habe eine Lieferung für Pashvi. Verzieh dich. Ja, schon mal nicht. Ja, da könnte ich mich wieder hinsetzen. Ah, überall Sturmtruppler. Wir haben hier echt alles abgeriegelt. Du darfst nicht auffallen. Zieh deinen Auftrag durch und verschwinde dann. Naja. Hi, ich habe eine Lieferung für Pashvi. Was? Vergiss es. Ja, vielleicht. Also rumlaufen hier. Moin. Ah, mit dir kann ich nicht quatschen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal kurz nach dahin. Weißt du, wo wir sowieso schon gelandet sind, könnten wir auch gleich am Schiff arbeiten. Wir könnten zum Beispiel ein neues Geschütz gebrauchen. Ich hab doch schon Upgrades gemacht. Nicht so leicht dran. Vielleicht hast du auf dem Markt von Mos Eisley Glück. Von dem Ding halten wir uns besser fern, okay? Und was? Achso, von dem doch. Manchmal denke ich, dass vielleicht bei dir? Ich habe eine Lieferung für Pashvi. Sehe ich wie ein Infodroide aus? Geh weiter. Nö, auch nicht. Sie haben keine Genehmigung hier zu sein. Ja, ja, ich gehe ja schon, ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Rücksichtsloses Ungeziefer. Ja, sorry. Ich will doch nur mal gucken. Ah, da haben wir den Schrotthändler hier. Ob die irgendetwas Brauchbares haben? Weil allem etwas hier. Ich will aber Alex heute nichts kaufen. Wo ist dieser Sturmtruppler? Das Bein hier ist eine Prothese. Das alte wurde von einer Bestie auf Dagda abgebissen. Ein Haps und weg war's. Okay. Du auch nicht? Du auch nicht? Das gibt's ja nicht. Moment. Nee, mit denen kann ich effektiv nicht quatschen. Ist bestimmt schon warm da drin. Händler. Hier ist auch nichts. Da hinten auch nicht.
Und da geht's wieder raus. Wo ist dieser Kollege? Ich muss dringend um eine Versetzung bitten. Habe ich mit dir schon Quatsch gehabt? Nee. Geht gar nicht. Und ist weg. Bitte, ich kann nichts dafür. Die Farm wurde von Banditen überfallen. Ich habe die halbe Ernte verloren. Mulera Gotula Sayuka. Ja, nee, nichts für uns. Ah, der vielleicht. Ich habe eine Lieferung für Pashvi. Oh, ich glaube, wir haben ihn. Der Crimson Dawn endet nie. Gut gemacht. Ich übernehme jetzt. Okay. Information geklärt. Und jetzt? Moment, Journal lesen. Imperiales, warte mal, der Twin Overhead, Übergabepunkt. Das Vorslager ist unter einem gewundeten Felspfeiler südöstlich einer imperialen Anlage nordöst. Bäh, okay. Kurz gerade gucken. Galaktisches. Hä? Haben wir jetzt eine neue Marke gekriegt? Das ist also ein Auftrag. Da können wir nicht hin. Hä? Jetzt, ich kann jetzt gerade voll nicht folgen. Die Hut und die Vater reinkarieren den Bruder ruinieren. Das war das, das war das. Da will ich noch hin. Übergabepunkt. Ist unter einem gewundeten Felspfeiler südöstlich einer imperialen Anlage in der nordnördlichen Jundlandwüste. Gewundeten Felspfeiler. Ein Händler hat die Gerüchte zu einem Feuchtigkeitsfarmer gehört, der auf der Flucht ist. Alle Wertgegenstände wurden irgendwo sicher versteckt, ehe Piraten die Farm überfielen. Tatooine, Übergabepunkt. Eine imperiale Anlage. Ich meine, das ist hier besetzt, aber hier nicht. Was Eisley? Ist es vielleicht das hier? Ja, wobei hier steht noch imperiales Netzwerk hacken. Südlich davon. Ja, gut. Wir machen jetzt mal mit dem hier weiter, mit der Hauptquest, weil es hier gerade in der Nähe ist. Und dann machen wir das on the fly. 500 Meter. Södele, Fort Sonnenfeuer. Kann ich mein Kleider herholen? Yes. Bereit, nix? So, ohne dass wir hier irgendwie andatschen. Irgendwo da oben. Ah, die bereite Anlage. Da hätten wir sie gefunden. Oben rauf? Ich glaube, da oben drauf. So. Fort Sonnenfeuer. Na du? Komm, geh auf. Hallo? Dankeschön. Einfach eine geile Aussicht.
So, moin sehen. Hey. Hallo? Da bist du ja. Tja, nun, mit dir zu arbeiten ist immerhin ein wenig besser, als mein ganzes Leben lang vor diesem Egel zu fliehen. Geh rein, finde Infos zum Maulwurf und hau wieder ab. Ich suche einen Ausgang. Mehr nicht? Irgendwie mache ich hier die meiste Arbeit, Vale. Ja, für dich auch. Ich kann Jabba sagen, du hast es nicht geschafft. Und mein Kopfgeld verlieren. Unfälle passieren. Ja, schon gut. Na okay, gut. Das... Ja. Das wird der Standardding werden, I guess. Warte mal, ich möchte mal schnell ein Foto machen. Scheiß Steuerung. So, Foto machen. Perfekt. Erledigt. Stiehl die Daten. Die Frage ist, warum hole ich jetzt da hinten einen Hintereingang? Wie sieht's denn frontal aus? Scheiße. Da steht gut ein bisschen was rum. Und wir haben einen Walker hier. Und Scharfschütze da oben. Ich würde gerne den Approach nach da hinten machen. Die Frage ist, wie kommt... Ja gut, ich bleib hier lang. Da sind ja auch noch Dudes da hinten. Und da unten auch. Ah, da sollte ich vielleicht nicht runter. Okay, was ist hier für eine Anlage? Ist da hinten rein? Hm. Nö, ich probier's mal hier. Man, auf dem Weg sah es so aus, als wenn da weniger Personal ist. Das klang jetzt gerade ziemlich nah. Ah. Ich habe gehört, dass wir bald den E12 bekommen. Ich finde es total schwer, auf diesem Sand zu laufen. Man überquert mal eben die Straße und schon ist man auf der Fußgängerzone. Ah, ist weiter oben. Gut. Schade, ich hoffe, wir hätten hier irgendwie eine Tür. Gehen wir mal die andere Seite. Ah. Da rechts ist ein Fahrzeughanger. Ich komme dahin. Wenn irgendwas schief läuft, können wir uns schnell verziehen. Da wird nichts schief laufen. Entschuldige, dass ich dir nicht traue. So gar nicht. Beruht auf Gegenseitigkeit. Boah, ist das jetzt nur ein Hintereingang oder geht's da auch irgendwo hin? Das ist, glaube ich, nur ein Hintereingang. Okay, hätte ja sein können. Schade. Nicht optimal, nicht optimal. Runter. Shit, aber da komme ich ja nicht rein hier.
Keiner sieht mich. Das ist sehr riskant, was ich da mache. Scheiße, ist auch kein Tor, wo ich rein kann. Ach, Mann. Okay, er geht wieder rauf. Und da haben wir den Kollege Walker. Kommt er gerade wieder? Ich kann da unmöglich da reingehen. Wo der Walker reinläuft. Oh no. Kommst du runter? Na komm. Wobei, ich kann doch mal den hier machen. Komm runter und mach keinen Alarm. Komm, 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 komm. Hol sie dir, Kumpel. So. Wunderbar. Zum Angriff, Nix. Sehen wir uns das mal an. Da. Hat's ein Tor. Lass ich bloß einmal hier rumgehen. Geil. Kommst du jetzt hier rüber? Ja, keine Sorge. Passiert noch frühzeitig. So komm, gib mal Gummi. Ich will da nämlich eins. Scheiße, jetzt sind schon zwei. Ja, kommst du jetzt oder nicht? Blöd ist die Position. Komm, geh weiter. Komm, Dude. Ich würde so gerne auf Rage gehen, aber... Was für ein elendiger Dreckklumpen. Mensch, was für die Nachbesprechung. Ende. Gehen wir. Kein Zutritt für Unbefugte. Scheiße. Scheiße, ich dachte. Versteck dich nicht. Ich dachte, ich hätte hier reingehen können. Ja, das kann ich jetzt wie vergessen. Geil. Cool, war alles für nichts, aber gut, dann weiß ich. Kannst du mir sparen. Da vorne reinzugehen. Dann probieren wir es mit diesem seitlichen Teil da. Was da unten geflanscht war. Ja, moin. War scheiße beim ersten Mal. Aber echt no entry da. Das da rechts scheint das einzige zu sein, was hier offen ist.
Das Tor da. Mittlere Torkooption. Aber das Tor da oben ist halt genauso kacke. Oder warte mal, Sanel. Ne, ich dachte, ich hätte mich da vielleicht hochziehen können. Muss ich trotzdem hier mittig irgendwie rauf. Ich probiere das. Ich probiere dieses angeflanschte Teil da hinten. Nee, 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 nee. So, ihr zwei, lasst mich ja in Ruhe. Moment. Und der Monster? Der wird mich, glaube ich, sehen. Siehst du mich? Was ja. War das denn? Kommst du jetzt runter? Sehen wir uns das mal an. Ja, mach mal. Mach das Tor aus. Keine Vorkommnisse. Wow. Okay. Und wenn ich einen Bogen mache? Was zum? Okay, er ist wieder stupid. Wie dumm kann man sein? Da, jetzt aber. Das hätte ich einfach schon mal initial machen sollen. So, das ist perfekt. Wisst ihr was? Ach Mann, kann natürlich nicht speichern hier. Jawohl, mache Meldung, wenn Probleme auftreten. Hallo, da ist ein Problem. Oh cool, Kamera. So, es ist safe, gerade runter zu gehen. Ich glaube, wir haben ja nur die zwei Dudes. Hallo? Sehr gut. Nice. Was stehst du? Ausschalten. Tor? Ah, praktisch. Komm mal da schneller raus. Sabotieren. Geh zu dem Terminal. Okay. So, let's. Oh, warte mal. Sachen zum Looten. Oh, ich muss aufpassen. Andererseits. Ah, so eine Action machen wir hier also. Ja, easy. Okay. Das macht mich ganz verrückt. Den sollte man vielleicht nicht wütend machen. Oh nee, bitte nicht. Der Staffelbericht verlegt durch.
Dreh dich um, bitte. Danke. Bestätigt. Sobald ich sie sehe, eröffne ich das Feuer. In diesem Sektor passiert hier nichts. Oh, geil. Schlüsselkarte. Tob dich aus, Nix. Das ist das reinste Labyrinth hier. Nice. Oh, geil. Und das ist deine Walker von vorher. Nice. Oh, 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 oh. Okay, da links haben wir jemanden. Und ihn da rechts. Schon wieder Wachdienst? Dafür gibt es noch Ruinen. Nix. Fass. Perfekt. Und dach. Einmal schlafen gehen. Sehr gut. Ach nö. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Moment, also irgendwie sieht das hier so aus. Jetzt könnte ich hier Alarme abschalten, aber keine Konsole ist aktiv. Ja, Moment, was haben wir hier? Einschalten. Was genau habe ich jetzt eingeschalten? Ah! Oh, Moment mal. Kann ich dich da einsperren? Gehst du da rein? Andererseits erstmal egal. So, Kamera. Ciao, Kamera. Ah. Bist du drin? Ah, ich bin drin, aber noch nicht drin, drin. Beschämt, dass ich das verstanden habe. Ich bin am Hangar, wenn du fertig bist. Ja, ja. Mach du aktiv gar nichts. Sicherheitstür, Kamera deaktivieren, hacken. Einer soll mich sehen, bitte. Danke. Zehn ist auch falsch. Hier vielleicht die 10. Auch falsch. Vielleicht 14. 33, 7, 10. Okay, dann das und das. Nice. Perfekt. Fuck. Hol sie dir, Kumpel. Sehr gut. Hey, ich tauche ab. Was? Wieso? Mach du dein Ding, ich mach meins. Na gut. Ich glaube, das hat eine Tür über uns geöffnet. Ja, schauen wir gleich mal nach. Und ich will da mal lang gehen. Mal schauen, wo das hier hingeht. Da hinten höre ich schon wieder den Walker. Okay, wir gehen mal nach oben. Das hat die Arbeitseinstellung.
Unverändert. Ende. Moin. Oh, kein Ausgang. Und wieder eine maximal dumme Kamera. Los, Nix. Du weißt, was zu tun ist. Na gut, Nix. Dankeschön. So, Kamera ausmachen. Einmal hacken. So. Alles falsch. Dann zu Runde 2. Danke. So, erledigt. Zwei oder eins? Tob dich aus, Nix. Sehr gut. Hier müssten wir richtig sein. Sorry. Na schön, holen wir uns die Daten über Jabbas Spion. Oh, really? Machen wir 7 und 16, fertig. Und gefunden. Namen. Einsätze. Und jemand von hinten. Das sollte Jabba glücklich machen. Vale? Wenn Sarek Bash für das Imperium arbeitet, dann will ich es wissen. Du bist nur eine Kopfgeldjägerin, Vale. Du gehörst nicht mal zu uns. Was willst du hier? Ich habe den persönlichen Auftrag von Slero. Das ist ja lustig. Ich auch. Oh, ich glaube, hier geht gleich der Alarm los. Ah, richtig geraten. Ich wollte dich gerade dasselbe fragen. Du musst den Alarm ausgelöst haben. Komm zum Treffpunkt. Ja, genau. Sofort. Ha. Gut lügen kann sie. Gut. Jedenfalls, der Alarm ist wieder aus. Wie komme ich hier am schnellsten raus? Na gut, dann müssen wir uns den Weg verstanden. Vorsicht, Nix. Wir lösen hier keinen Alarm aus. Hol den Turbolift. ND, Bell führt irgendwas im Schilde. Überrascht dich das? Nö. Nein, eher nicht. Ich schlage vor, du hältst den Blaster bereit. Hab ich schon. Was ist das denn? Tatooine ist anders. Warum ist da jetzt wieder jemand? Zum Angriff ist nichts. Sehr gut. Ah, toll. Die hören nicht auf. Das ist doch scheiße. Oh, ich hab da gerade so eine Idee. Ah, es ist eh zu. Sehr gut. Das heißt, die kommen hier nicht rein. Hab das Ziel gefunden. Komm, sonst noch jemand hier? Feuer. Wir müssen hier weg. Wir machen mal schnell den Alarm aus. Haltet die Verbindung.
Moin. Kümmert euch um sie. Schnell. Ist da noch jemand? Nee. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bin direkt hinter dir. Oh, tschüss. Jetzt geht's los. Bereit zum Springen. Alla. Wohin? Pass auf, Bert. Machst du dir jetzt Sorgen um mich? Ja, einfach. So eine Scheiße. Nein, 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 nein. Alter. Oh, dezente GTA-Vibes. Nein, 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 nein. Was soll das jetzt? Sie ist da drüben. Fuck. Erschießt sie. Sag mal. Scheiße. Ernsthaft. Ich meine, der war. Oh. Ich hab gute Laune. Ja, komm, fahr. Jetzt geht's los! Bereit zum Springen! Diese scheiß KI, echt. Feuer! Sie fährt dann halt einfach mal irgendwo hin bei dieser Aktion. Ah. Ah, ich darf sie nicht verlieren. Ist doch kacke. Aber schön, die KI zerlegt es auch. Oh, danke, dass sie das jetzt nicht wieder kaputt macht. Na toll, ich habe nichts zu markieren. Wir hängen sie ab. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Ja, komm, düs. Gut. Da vorne ist ein Ausgang. Alter, wir haben fast maximal Sterne. Oh, geschafft. Die werden wir los. Vielleicht. Das war zu einfach. Das war überhaupt nicht einfach. Fortuna meinte, wir sollen Jabbas Leute in Mos Algo treffen. Seien wir vorsichtig. Okay. Sagst du mir, was da wirklich passiert ist? Mit deinem kleinen Freund? Ich weiß nicht, wovon du redest. Von deinem Boss, der Geschäfte mit dem Imperium macht. Hör auf. Ha. Er traut dir wohl nicht so sehr, wie du glaubst. Das reicht. Ob sie doch nochmal Partnerin wird irgendwie? Oh, sieht aber nett aus hier. Hier hat es ein bisschen wenig Leute. Hinterhalt. Sind wir da? Sieht verlassen aus. Ja, finde ich auch. Wir uns wohl hier. Die Übergabe ist auf dem Hügel. Halt die Augen offen. Ich gebe dir Deckung. Aha. Weißt du, Jabba hatte recht. Wenn wir uns nicht gerade umbringen wollen, sind wir ein ziemlich gutes Team. Klappe, Wes.
Bezüglich. Bleibst du da unten stehen? Ah, na, gut. Hier wird Stress geben. Hier hat's Explosives. Ach, das müsste es sein. Ja, sieht so aus. Ja, das wird keine ganz normale Übergabe. Hier drin? Hallo? Keine Antwort. Da stimmt was nicht. Keves! Hey, ja, wir sind da. Wo sind deine Leute? Amateure? Wir haben sie doch abgehängt. Das stimmt, wir sind allein. Beb! Hallo? ND5? Wo bist du? Dank Farek. Irgendwas stört den Funk. Sowas wie das da? Oh. Ich hab's doch gesagt. Los! Los! Das war gut. Wir schaffen das. Konzentrier dich. So leicht geben die nicht auf. So. Und tschüss. Wer sagt's denn? Gut. Das ist echt gut getroffen. Schieß einfach weiter. Jetzt wird's echt übel. Es wird übel. Es geht übel, Kay. So. Und los geht's. So. Scheiße. Na, geil. Braucht er mehr von denen? Ergebt euch! Jetzt! Bleibt in Deckung! Warum? Angst, dass ich draufgehe? Irgendwie schon! Komm her! Scheiße, das war nicht mal mehr. Und ein Walker. Da kommt immer mehr. Was zum Kraft sollen wir jetzt tun? Du bist verletzt. Wir kommen hier niemals raus. Hey, wir schaffen das. Ja. Okay. Schön, dass ihr zwei es so gut versteht. Na los, geht sie weg. Und ich habe mir noch gedacht, das wäre jetzt echt praktisch, wenn das Schiff kommen würde und dann mal reinballern würde. Sliro. Ja grandio jaba capa his opolat. Bata his numno bata tinka uba pipo his titaki. Und stattdessen schickt er dich. Ganz wie ich gehofft hatte. Der Spion, den ich eingeschleust habe, ist tot, nehme ich an. Su tuama stupata tinka da dopa miki vopa bola. No bata tisa. Unbemerkt? Ich dachte, er wird viel früher erwischt.
Und jetzt erkenne ich die Schwachstellen in eurer Organisation. Chuba bola dies kankita batu? Nein. Um dir ein Angebot zu machen, Fortuna, arbeite mit mir. Und eines Tages könnte dieser Palast dir gehören. Du Hakujijama, die du banaga tuta genulia, tis grani pagua. Sag mir, was du über Keves weißt. Der Dude ist richtig gepisst auf mich. Ah je. So, Star Wars. Was los? Hey, danke, Kumpel. Ja, gut. Du hast Glück. Solche Freunde sind selten. Also, wie sieht's aus? Seriously? Ich bin gerade nicht in Stimmung. Lauf schon mal. Ich komme wieder, Kay. Bestimmt. Komplex. Yes. Wir haben gerade eine Nachricht von Bib Fortuna erhalten. Er hat einen Auftrag für uns. Der bestimmt kein Hinterhalt ist, ne? Wie du deine Fertigkeiten verbessern könntest. Crimson Dawn hat einen Auftrag für dich. Ihr Kontakt will dich im Sabak-Spielsaal von Bestien treffen. Danke. Nö. Eine Sache noch. Oh. Nach unserer Begegnung mit Jabba möchte er alte Schulden eintreiben. Ich werde mich selbst darum kümmern, aber er hat deinen Namen erwähnt. Okay. Wie? Du schuldest Jabba Geld? Ja. Verrätst du mir, was du getan hast? Später. Ah, lustig. In Yontas Hoffnung wartet eine Kontaktperson auf dich. Und danke. Ich glaube, Jalen hat ein paar Fragen an dich, Kay. Oh, na gut, ich melde mich. Kay. Okay. Was? Jabba hat geschworen, dass er uns umbringt, wenn wir Tatooine verlassen. Wenn du es jetzt versuchst, springe ich aus der Rettungskapsel und in den Weltraum. Das wäre ein vergnüglicherer Tod. Okay, okay. Sei nicht so dramatisch. Vor allem, so kann ich seine Art auf einmal. Bis später, Ende 5. Okay, da hat sich jetzt gerade ein bisschen... einige Sachen hinterlegt, Kay. Wird gemacht. Ist hier wieder Spielzeug? Oh, Geld. Und wieder so ein Umweltding. Okay, cool, cool, cool. Ne, das würde ich jetzt eigentlich nicht lesen. Ja, okay. Schauen wir mal ganz kurz ins Journal, wie es jetzt aussieht. Gelegenheit, Huttenkartell, Crimson Dawn. Ich will bei den Hutten ein bisschen besser machen. Bib Fortuna hat einen Auftrag für Kay. Das wäre das. Toshada, Jabbas Schachzug. Ende 5 wurde von seiner Vergangenheit eingeholt. Das Huttenkartell hat diesen Moment gewählt, eine alte Schuld einzutreiben. Okay. Und einen Haufen Nebenmissionen wieder. Gehen wir mal ganz kurz auf die Karte. Wie sieht's denn da jetzt aus? Bannes Netzwerk hacken, Auftrag. Wüstenversteck. Gut, ich würde mal sagen, für die Episode reicht es erstmal. Wir sind eh schon wieder über der Zeit. Ich will immer noch das da hinten machen. Jetzt ist die Frage, kann ich eigentlich da hinten irgendwo Schnellreise machen? Kann ich hier Schnellreise machen, Ort öffnen? Okay, ich glaube, ich könnte gerade da hin und dann auch da hinten. Und dann machen wir diese Nebensachen hier. Finally. Das ist ja eine Anlage gewesen. Gut, gut, gut. So der Plan und dann weiter mit der Hauptmission, beziehungsweise würde ich dann mit dem Huttenkartell weitermachen, wobei das dann garantiert irgendwie was Hinterhältiges ist mit unserem Fortuna da. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis bald. Ciao.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.